noch dazu als gute Kameraden. Herzlich willkommen. Ich bin der Heinz-Karl Gruber. Ich habe die Hausoper für heuer komponiert, die Geschichten aus dem Wienerwald. Also der Komponist, der Dirigent und der Chansonnier, die ergänzen einander. Der Komponist ist immer auf der Spur nach neuen Projekten, der schreibt halt, der muss in erster Linie zurückgezogen leben. Der Dirigent, der hat es gut, denn der arbeitet mit Orchestern und kann ein bisschen kommunizieren, während der Komponist muss ja immer einsam sitzen und komponieren. Für mich ist das Dirigieren eine wunderbare Ergänzung meiner Existenz im gläsernen Turm, wo man sich also wirklich sehr konzentrieren muss. Und der Chansonnier, der hat sich so ergeben, also aus meiner Sängerknabenzeit. Ich hab ja als Sängerknabe ein klassisches Gesangsstudium absolviert und jetzt kann ich gelegentlich davon Gebrauch machen und als Chansonnier Auftritte machen. Ich bin natürlich interessiert an Literatur und an Theater und so weiter und so fort, aber das gehört ja dazu. Also im Prinzip ist mein Beruf, aber Hobby würde ich es nicht bezeichnen. Also ich kenne den Begriff Hobby, den gibt es in meinem Leben nicht, sondern es gibt, nein, der beste Begriff ist Spielzeug. Komponieren, dirigieren, Theater, das ist mein Lieblingsspielzeug. Dreieinhalb Jahre habe ich an dem Stück gearbeitet. Eigentlich hätte ich aber nur zweieinhalb brauchen sollen. Im Februar 12 musste ich allerdings dem David Bountney gestehen, dass ich es nicht zeitgerecht schaffe. Und das Tolle war, dass der David und die Bregenzer sehr verständnisvoll reagiert haben. Und der David ist an die Presse gegangen und gesagt, man muss den Künstlern das Recht zugestehen, das Recht auf Langsamkeit zugestehen. Und er hat dann statt meiner Uraufführung schnell den Kaufmann in Venedig gefunden und mich für heuer angesetzt. Ich habe das erst vor circa einem Jahr erfahren und habe es eigentlich nicht glauben wollen, muss aber trotzdem sagen, es ist eine fantastische Geste des Festivals in Richtung Gesellschaft, weil ja dadurch signalisiert wird, es gibt lebende Komponisten und Komponistinnen und lebende Künstler. Und es sollte ja sowieso selbstverständlich sein, dass man sich in erster Linie um Gegenwartskunst kümmert. Um die Mozarts und um die Bruckners müssen wir uns ja keine Sorgen machen.